Ja, kommen wir mal einen guten Abend, ihr Grümel, zur neuen Ausgabe Adrefyn's Nest. Ja, wir haben ja jetzt schon Mitte September vorbei, aber das heißt nicht, dass mir die Termine ausgegangen sind. Nein, ich habe wieder ein paar Sachen für die nächste Woche für euch, wo ihr vorbeischauen könnt. Und ich hoffe, ihr werdet den einen oder anderen Spaß dabei haben. Auf jeden Fall möchte ich heute bei der schönen Musik von Silverstream, einen Link findet ihr zu seinem Kanal unten in der Videobeschreibung, wenn euch das gefällt. Ja, zu seiner Musik wieder ein paar Terminchen vorlesen. Ja, und ich möchte einfach mal mit etwas aus meiner Ecke anfangen, nämlich wieder dem Funtainment hier in München. Das ist hier ein Spieleladen, der Brettspiele, Kartenspiele, Rollenspiele, Regelwerke und Mangas verkauft. Und die veranstalten regelmäßig irgendwelche kleinen Sachen hinten in ihren Spielräumen. Aktuell natürlich wegen Corona ein bisschen weniger, aber regelmäßig findet aktuell weiterhin freitags ein kleines Magic Draft Turnier statt, bei dem ihr teilnehmen könnt. Und für nächste Woche haben sie sogar zwei Uhrzeiten ausgeschrieben. Einmal im Beginn um 16:30 und einen um 17 Uhr, wo ihr für 8 Euro teilnehmen könnt. Und 10 Euro drauf für die Booster, die ihr für das Draft braucht, aber die Karten dürft ihr dann natürlich hinterher behalten. Außerdem bietet es sich natürlich auch an, online was zu veranstalten. Und zwar wird von dem Energy Drink Hersteller Red Bull ein Untapped Turnier in der Online-Version von Magic, nämlich Magic the Gathering Arena. Da wird ein kleines Turnier veranstaltet und ihr könnt den Item, das Funtainment oder einen anderen Shop in diesem Turnier vertreten, könnt euch für diesen Shop anmelden als Vertretung und coole Preise bei dem Turnier gewinnen. Die Teilnehmerzahl ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf 64 Leute begrenzt. Also meldet euch noch an, bevor es nächste Woche Samstag um 16 Uhr losgeht. Also falls ihr Magic Arena sowieso spielt, könnt ihr ja mal da reinschauen. Oder es gibt vielleicht auch in eurer Nähe einen coolen Laden. Es muss nicht unbedingt fürs Funtainment sein, für den ihr da antreten möchtet. Dann habe ich für unsere Anime- und Manga-Fans natürlich wieder ein paar Treffen. Die Termine sind zum Teil wieder unter Vorbehalt, muss ich sagen, weil manche sagen ihre Veranstaltungen nicht richtig ab auf Animex. Aber ja, die Mishiro zum Beispiel in Augsburg, die nächste Woche stattfinden soll, die hatten ihre letzten Termine eigentlich ganz brav abgesagt, wenn sie nicht stattfinden sollten. Deswegen gehe ich eher mal davon aus, dass für die Augsburger nächsten Samstag in der Villa K15 das Treffen wieder stattfindet. Aber haltet euch bitte auch weiterhin an Maskenpflicht und Abstandsregeln. Das gilt aber eigentlich gerade egal, wo ihr hingeht, ne? Das gilt auch für die Pforzheimer, die sich im Legendenpark in Pforzheim treffen möchten. Ja, auch an der frischen Luft. Schaut, dass ihr ein bisschen Abstand haltet und vielleicht eure Masken mitnehmt. Die Villinger wollen sich allerdings wieder im Jugendhaus treffen nächsten Samstag. Da stand jetzt nicht dabei, ob sie es absagen oder nicht. Setzt euch vielleicht, wenn ihr wirklich interessiert seid, auf Animex nochmal mit der Orga in Verbindung. Aber ja, ich wünsche euch, dass es auf jeden Fall stattfindet, denn Karaoke ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Aber auch hier natürlich, ne, eben Maskenpflicht, Hygiene, Abstandsregeln, wenn es stattfindet. Die Dokumi, die ist ja jetzt nicht mehr nur ein Treffen, sondern fast schon so eine kleine Convention. Die soll nächstes Wochenende auch am Samstag und Sonntag stattfinden. Ist auf jeden Fall zugesagt worden auf ihrer Homepage. Natürlich mit entsprechend allen üblichen Corona-Regeln. Haltet euch bitte daran. Tickets gibt es auf jeden Fall bis Donnerstag noch im Vorverkauf.
Für, was haben wir? Ja, Samstag 35, Sonntag 33 oder ein Gesamtwochenendticket für 49 Euro plus 2 Euro Gebühr pro Bestellung. Wer sich nicht an die Regeln hält oder wenn jetzt da irgendwie noch was abgesagt werden sollte, ja, dann ist es leider ein bisschen blöd. Dann wird es keinen Con-Besuch geben entsprechend. Die Leute von der Dokumi werden euch aber, falls es Absagen geben sollte, von der Stadt aus, von der Messe, so, da werden sie euch natürlich noch Bescheid geben. Aber bisher sieht es jedenfalls also auf der Homepage so aus, als sollte es nächste Woche stattfinden. Was habe ich denn noch für euch? Ja, natürlich Pokémon Go habe ich wieder so ein paar Sachen zusammengekratzt. Der findet ja jede Woche immer irgendwie so mindestens was Kleines statt und da ist es egal, wo ihr seid. Das kann man mittlerweile zum Beispiel auch über Distanz machen, was auch ganz nett ist. Also wenn ihr sonst jemanden findet, wir haben zum Beispiel bei uns eine WhatsApp-Gruppe, mit der wir uns manchmal ein bisschen absprechen. Oder ihr findet jemanden über Facebook, Twitter oder sonst wo für ein paar Fan-Raids. Auf jeden Fall die Pokémon-Rampenlichtstunde muss man ja nicht unbedingt rausgehen. Für die legendäre Raid-Stunde mal schauen, ob ich da vielleicht auch mal einen Stream schmeißen kann, denn da kommt Arktos wieder nächste Woche Mittwoch. Fände ich ziemlich cool, der würde mir noch als Shiny fehlen, da könnten wir auch zusammen ein paar Fan-Raids machen. Ansonsten ist für nächste Woche, also von Niantic angekündigt, die befristete Forschung zu den Mega-Entwicklungen, beziehungsweise dass man mega-entwickelte Pokémon als Kumpel festlegen kann. Also eine Forschung zu den Mega-Kumpeln sozusagen. Es soll wieder spezielle Pokémon-Spawns geben und Feldforschung, mit denen man Mega-Energie bekommen kann. Klingt auf jeden Fall mal ganz nett. Wenn ihr euch dazu mehr anschauen wollt, kann ich euch auf jeden Fall den Spieletrend mal sehr empfehlen. Der macht da recht gute News-Videos dazu, zu den Events und kriegt da wesentlich mehr unter als ich auf meinem kleinen Panel hier. Ja, das war's dann halt schon wieder. Mehr habe ich nicht, aber ja, es ist doch immer noch ganz nett, was ich trotz Corona so alles finden kann. Vor allem auch wieder eine Online-Veranstaltung. Wo, egal wo ihr hingeht, ob online oder nicht online, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Bei nicht online haltet euch eben bitte an die Regeln. Die aktuellen AHA-Regeln, Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, gell? Ihr Süßen. Bis dann. Ciao, ciao.